Das ist Subaru. Wir hatten schon ReZero und ReZero ist einfach falsch. Hatten wir nicht. Ach klar, das ReZero. Wir müssen ja nur auf den Namen kommen. Auf dem Anime. Wir haben Emilia gesagt. Spasti, oh. Alter. So, deswegen. Jo Leute, was geht ab? Wir sind heute wieder hier back am Start. Ihr hattet ja letzte Woche schon eine Challenge, wo Nick und ich gegeneinander angetreten sind. Ich möchte nicht über den Verlauf darüber reden. Warum nicht? Weil der alte Weise nicht stolz auf mich ist. Bro, er war nie stolz auf dich und auch nicht auf mich. Aber Freunde, da Nick und ich keine Freunde haben, was traurig ist, depressiv. Außer Kuro, aber der ist auch traurig, depressiv. Ja, wir haben uns zwei Leute einfach geholt. Einmal den Mareku, den solltet ihr eigentlich kennen. Komm her. Komm her. Das Potenzial, das Anitube-Potenzial. Ja. Alle Anituber, die kein Gefühl für Schnitt haben. Er hat zwar nicht das Know-how, aber er hat Gefühl. Er hat es trotzdem. Ich wurde gezwungen, hier zu sein. Und er macht gute Videos. Ich bin der Praktikant. Checkt seinen Channel ab. Leider nicht. Leider ist er nicht unser Praktikant. Und Ding ist, wir machen denn heute eine Zweiteiler-Challenge. Das heißt, wir spielen Anime-Körperteile erraten. Den ersten Teil gibt es bei uns hier, genau wo ihr gerade schaut. Und den zweiten Teil gibt es dann bei Mareku. Also wenn ihr sehen wollt, wer am Ende gewonnen hat, müsst ihr auf jeden Fall zu Mareku gehen. Ist der allererste Link oben in der Videobeschreibung. Und wenn ihr eh schon da seid, dann könnt ihr den guten Jungen sowieso direkt mal abonnieren. Und weil man kann ja schwer 2 gegen 1 spielen. Deswegen haben wir ihn einen Teamkameraden geholt. Den Meister des Solo-Levelings. Ja. Den Meister des... The God of High School. Und Heiko. Alge. Komm rein. Wir spielen Anime-Körperteile erraten. Ja. Und wenn man beim ersten Bild den Anime errät, man muss nicht den Anime-Charakter erraten, sondern nur den Anime, dann bekommt man 4 Punkte, beim zweiten Bild bekommt man 3 Punkte, beim dritten Bild bekommt man 2 Punkte und beim letzten Bild bekommt man 1 Punkt. Und wenn man nicht drauf kommt und es aufgelöst wird, gibt's gar keinen. Wir gehen jetzt in unsere Positionen. Das war die schlechteste Transition, die wir jemals hatten. Ich würde sagen, macht ihr das erste Bild? Ja, Team Nisekai gegen Team Anitube New Generation. Wie wollt ihr heißen? Okay, Bro. Bro, wir wollen, dass das Video grün wird. Team zeigt das erste Bild, okay. Sonst weinen. Das erste Bild ist ein... Mit dir den alten Weisen. Zeig das erste Bild. Das erste Bild ist ein Bein. Mit schwarzem. Okay, nächstes Bild. Nächstes Bild, würde ich sagen. Warte, sicher, dass ihr den Anime geschaut habt? Hundertprozentig. Ja, ich weiß nicht. Habe ich den Anime zu Ende geguckt? Ich denke nicht. Safe. Ich denke nicht. Ich bin mir sicher, welcher Religion er gehört. Ich habe original immer noch gar keine Ahnung. Kommen wir bitte zum dritten Bild. Ich bin verzweifelt, Bro. Bild? Ich bin verzweifelt. Ist der ganze Körper? Das ist... Oh, warte. Jujutsu Kaisen, habe ich das Gefühl. Ich dachte erst, weil ich bin bei Naruto noch nicht fertig, aber ich dachte, das wäre so ein Sasukes Style in The Last. Aber ich habe es halt nicht gesehen. Ich habe kurz gesehen, weil er hat da so was Nices an. Der sieht aus wie so ein Sandbändiger. Aber in die richtige Richtung. Problem, ich habe wirklich original noch nie im Leben so sehr viele Leute da draußen werden es. Nein, ganz ehrlich. Nein, ich glaube nicht. Ich sag Jujutsu Kaisen. Also, okay, Nick, wer soll das denn sein? Ist falsch, warte, ich zeig euch das. Übrigens, Leute, ihr könnt auch mitspielen, okay? Schreibt in die Kommentare, wer ihr glaubt, wer es ist. Aber schummelt nicht. Schummelt nicht. Seid ehrlich. Sag auch, wer nicht spielt. Also, wer war's? Jin Freeze. Oh, von der Vater von Gon aus Hunter x Hunter. Ich hab Hunter x Hunter aber nicht geschaut. Das merkt man erstmal gar nicht, ne? Ich hab Hunter x Hunter nicht geschaut. Ich hab's nicht geschaut. Das ist nicht geschaut. Hunter x Hunter hab ich aber nicht geschaut. Aber das konnte ich jetzt nicht wissen, weil den haben viele geguckt. Ja, okay. Stimmt schon. Bro, was okay, wir zeigen euch jetzt. Wir nehmen euch auseinander. Ich bin so schlecht, Bro. Ich mach das schon. Ich geb. Ah. Nee, nicht zurück. Wirklich, wenn ihr da drauf kommt, ne? Du bekommst Milchshake ausgegeben und du. Ich bin mein Flurry. Beim ersten Bild. Krieg ich auch ein Mac-Menü. So, das ist Bild Nummer 1. Das ist dunkel. Was ist das? HD? Auf jeden Fall. Okay. Das könnte halt echt jeder sein. So, was soll ich sagen? Nein, das ist voll einfach. Noch nie Dragon Ball gesehen. Warte. Sieht erstmal nach Naruto ein bisschen aus vom Stil. Aber weiß Naruto? Was laberst du? Doch, nein, könnte so ein Kimo-Ding Naruto nachts? Sein. Ja doch, stimmt. Ja. Mach nichts. Nein, warte. Warte, der hat auf jeden Fall ein T-Shirt an. Könntest ja einfach ein Anime rausdroppen, wenn du überhaupt ein paar hast. Das ist Rainer. Ja, wir verlieren ja nicht, wenn wir falsch sind, oder? Ein bisschen Ehre bröckelt. Nein, warte, lass erstmal weiter. Das ist das nächste Bild. Das sieht so nach Sport-Anime aus. Einfach direkt Sport-Anime raten. Okay. CGI und so. Es könnte Haikyuu 4. Staffel sein, aber ich habe die 4. Staffel eigentlich gesehen und da war nichts vom T-Shirt. Warte mal, das ist Shoujo, Mann. Das ist Shoujo. Wer ist Shoujo? Hinata? Von Hinata, ja. Das ist Hinata. Wer ist Shoujo? Ich glaube auch, dass Hinata. Also, Shoujo, Hinata. Ich glaube, es ist Hinata, aber warte. Komm, sag Haikyuu. Doch, wir können jetzt Hinata sagen und dann kriegen wir... Hey, da haben wir warte, hör zu. Ich sag dir was, guck mal, der sagt jetzt, ja komm, nimm Haikyuu, damit wir sagen, nimm nicht Haikyuu. Das hat er vorhin bei dir auch gemacht. Haikyuu. Ich sag auch Haikyuu, ja.
Mach mal. Es ist nicht Haikyuu. Es ist nicht Shinoya. Guck, ich hab den ausgetrickst, Mann. Die ich hab doch gerade gezeigt. Du hast vorhin hast du gesagt. Das werden sie nicht erraten. Guck dir den an, die zwei Männer, die freuen sich. Die wollen sich küssen. Du bist schuld. Auf meiner Couch. Dinge tun auf meiner Couch. Nick ist an allen schuld. Ich wollte Itona nehmen von Assassination Classroom. Ich wollte Itona nehmen und Nick so, das kannst du nicht machen, der ist viel zu schwer, ne? Ich hab ihn dann das gezeigt und Mariko kam fast drauf. Was soll dieses Haargummi an deinem Hand geben? Lass mich in Frieden. Jetzt kommt zum nächsten. Wir liegen 3-0 hinten. Nisekai. Nisekai liegt 3-0 hinten. Nächstes Bild. Schöne, sexy. Ich hätte auch spontan einfach. Wir dürfen ja einfach sagen. Ja, erster Try ist Emilia aus ReZero. Ja. Fuck, Bruder, was ist los mit dir? Bro, was laust du für einen dreckigen Scheiß? Ich hab's wirklich, wie sie gerade so vor mir geht. Okay, dann. Was für sie? Doch, stimmt. Ja, nee. ist eine Dings. Oh, ja. Aber wer war das? Das war diese eine Brillenschlange, oder? Welche Brillenschlange? Genau. Ja, richtig, scheiße, wir haben verloren. The Millionaire's Detective, aber den kennen sie beide, glaube ich, nicht. Ja, Adrian, du bist schon. Eher nix. Nick. Komm nicht drauf, ich habe wirklich original keinen Plan. Ich fühle mich wie in der Matheprüfung. Ist das ein Kind? Das ist eine Frau. Ja. Bist du dir sicher? Nein. Nächstes Bild. Das ist Subaru. Wir hatten schon ReZero und ReZero ist einfach falsch. Hatten wir nicht. Ach klar, das ist ReZero. Wir müssen ja nur auf den Namen kommen. Auf dem Anime. Wir haben Emilia gesagt. Ja, aber wir sollen ja nicht auf den Namen kommen. Wir sollen einfach nur den Anime sagen. Das sprühe Lippen. Spasti, oh. Alter. So, deswegen. Oh. Ist es ReZero? Wirklich? Es ist ReZero, ja. Aber. Dann haben wir. Hey, ihr seid Spastis, wir haben am Anfang klar gemacht, dass man nicht den Namen sagen sollte. Deswegen war ich schon voll verwirrt, warum ihr. Ihr habt ja auch Hinata gesagt. So, aber Haikyuu ist ja richtig. Deswegen habt ihr den Punkt. Okay, aber ihr habt gewonnen. Dann haben wir am ersten gewonnen. Ja, es lag nicht an mir. Zeig mal schon mal. Es ist Subaru, gell? Ja, weil ich kenn das. Cool, Bro. Ja. 4 Punkte. Ja, wir sind in Führung, 4-3. Nur weil, guck mal, das, seht ihr dieses, man sieht ihm seine Herkunft an und man merkt sie noch an. Er ist halt da. Aber... Ja, Freunde, Regel. Ja, hast du gut gemacht. Sein Blick so. So, echt jetzt? Also, ReZero hat mich schon. Freunde, und damit haben wir dann auch schon den ersten Teil beendet. Und wir sind in Führung gegangen mit 4-3. Bro, ich bin so stolz auf uns, wie noch nie. Ja, wir sind in Führung. Wir gehen jetzt in den Part 2 des Videos. Und wenn ihr den zweiten Teil sehen wollt und wer am Ende der Gewinner ist und wer die Strafe ist, eine Gottes-Backpfeife der Welt. Und ein McFlurry. Auf gar keinen Fall. Ist die Gottes-Backpfeife der Welt. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Auf jeden Fall bei Mareko. Schaut in die Videobeschreibung. Allererste Link. Checkt auf jeden Fall das Video ab. Und das war's dann auf jeden Fall von uns. Geht jetzt rüber. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis die Teilnehmer. Und irgendwas, alter Weiser, du dreckiger. Wenn ihr mehr von uns sehen und immer aktiv auf den neuesten Stand sein wollt, schaut auf jeden Fall bei uns auf Instagram vorbei. Denn da gibt es den richtig freshen Shit. Und falls ihr Bock habt, mit gleichgesinnten Weeps und Otakus zu reden, zu schreiben oder sich über unsere schlechten Videos beschweren wollt, könnt ihr gerne den Discord-Server abchecken.